Und wieder hier rein. Dumm, dumm, dumm. Ja, wo ist der letzte Pfeil? Gut, da habe ich das. Ein Grimcap. Ich habe, glaube ich, irgendwie jetzt einen Pfeil verloren. Das könnte ich auch mit Necrochemie verändern. Müsste ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Wurfmesser. Du bist voll. Ja, und wir sind wieder draußen. Gut, geh. Auf der Seite kam ich gar nicht weiter, gell? Ach nee, das war die Contamination Area. Nee. Ich könnte mich jetzt hier mit dem Wisp-Shift weiter vergnügen. Wäre Variante 1. Ich könnte aber auch mal mich mit den Toren vergnügen. Okay, das bringt mich nur zum Anfang zurück. Und das ist Ende. Das heißt, ich muss wieder warten, bis der Wisp, bis der Splinkgate abläuft. Genau. Ich markiere mal die mit X'en, die mir nichts bringen. Ja, weil die beiden bringen mir nichts. Ich tue alle die mal durchprobieren am besten. Das könnte eine Weile halt dauern. Weil ich kann mich halt nicht wieder zurück an den Anfang der Etherlands porten. Was ich jedoch machen könnte, da wo ich lande. Ja, mache ich einfach mal. Ich bin nämlich hier nicht weit weg. Was zur Hölle? Was? Wie? Weh? Warum? Warum? Was zur Hölle ist das für ein Raum? Wieso ist der jetzt gerade aufgegangen? Fire Magic? Von mir aus?
Frostbolt with Forging Flames. Die kennt sie aber beide schon. Ja. Ja. Eine Fackel. Eine Bombe. Wow. Das ist echt schmerzhaft hier gerade. Scroll of Detect Traps. Scanning for hidden spawning areas. Aha. Das heißt, weil das ganze Ding hier grün ist oder was? Okay, wie auch immer ich jetzt da das gefunden habe. Was ist das? Ein Stuff Defense, ein Utility Spell. Nee. Stuff Wielder. Okay. Das war eigentlich nicht meine Intention, aber gut. So, meine eigentliche Intention war es, hier erstmal zu rasten. Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren, ob ich mich jetzt gleich in die Kammer des Todes shifte. Oder halt blinkgate. Oder ob ich sterbe. Ja, ob ich mich in der Schatzkammer blinkgate. Ja. Ein Amethyst, Electrocytes, Transmutation, mhm. Ich habe noch einen Amethyst hier. Nö, der zählt nicht. Ich kann die in Mindstones transportieren, fällt mir gerade so ein. Das wird wahrscheinlich das Rätsels Lösung sein. Transmutation. Oh. Nicht so schön. Oh, da ist wieder sowas. What? Okay. Das war böse. Also ja gut, ich kann mit den Amethyst gleich schnappen und den
transmutieren. Könnte ich. Ice Magic Crystallization. Stuff Defense Prismaker Sword. Das ist ein Electrokinetic Pulse. Das ist Air Magic. Und zwar Ballistic. Des Swaps Moves. Oh, das ist der Zauber. Yay. Den habe ich die ganze Zeit gesucht. Electrokinetic Pulse. Habe ich nämlich in dem Walkthrough-Video gesehen. Damit können wir diese Barrieren zerstören. Des Swaps Moves some energy-based blockages and deals great damage to mechanical and electrical monsters. 10x Air Magic. Wow. Das heißt, damit kann ich den Unguardians ordentlich eine auswischen. Wenn die mir auf die Nerven gehen wollen. Also ja. Das da böse gewesen. Und ich habe vergessen, nach dem Transmutation Spell zu gucken. Da ich mir sowas irgendwie nie merken kann. Was? Ach so. Ach, und ich habe auch all meine Pfeile wieder. Sehr gut. Jetzt erstmal die beiden Hindernisse wegmachen. Dann gucken wir mal kurz, wo uns das hinführt. Geheime Bibliothek. Create Wall. Ist Earth Magic. Und wieder mal Spiel abgeschmiert. Aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Das ist halt bei Mods nun mal so, dass sie eine gewisse Instabilität haben können. Ich meine, die Mod ist kostenlos. Ich beschwere mich auch nicht drüber. Shit passiert halt einfach. Und ich gucke gleich in die Bibliothek, sobald ich das hier alles eingerissen habe. So. Set Portal, Return Portal. Bonus plus 4 zu allen Elementarmagien. Auch gut. Wie gemein. Was macht denn... Was macht das? Das bringt mich nur hierher zurück. Okay.
Pfeil. Was macht Set Wall? Wo ist denn das? Create Wall. Erzauber, und zwar ein Flourishing.